Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von They Are Billions und wir sind gerade dabei, eine Welle zu erwarten, die direkt auf uns zurollt. Hier unten sieht man es schon. Ja, die werden wieder den direkten Weg hier hoch und die werden nur dieses Eck hier angreifen. Dieses Eck, dieser Holzposten wird der erste sein, der es abbekommt. Aber wir bauen schon mal ein Maschinengewehr dahin. Die Balliste haben wir am Start. Wir haben dann gleich jede Menge Soldaten am Start. Ja, wir sind nicht schlecht vorbereitet. So ist es jetzt nicht. Sonst noch irgendwo Soldaten, die frei rumstehen würden, an und für sich? Nein. Da werden trotzdem nochmal die nächsten hingeschickt. Da werden nochmal ein paar produziert. Und dann haben wir da eigentlich ganz gute Firepower am Start, bin ich ehrlich mit euch. Aber was wir machen können, wir machen dich natürlich zu Steintürmen. Das ist klar, die Zeit haben wir bestimmt noch. Wieder U wahrscheinlich, oder? Zum Upgrade, ja, U. Das dürfte einfacher gehen. So, okay. So, das werden alle schnieke Steintürme. Was heißt Stimme? Das werden schnieke Steinwälle. Haben wir die Türme auch schon aus Stein? Holzturm? Nee, die haben wir noch nicht gemacht. Na gut. Hallöchen! Na, das wird schon mal ein bisschen schwieriger für die Kollegen jetzt. Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Da kommt schon die nächsten. Das ist ganz geil. Wir haben meine Sniper da oben. Die können schon erstmal draufbolzen, ne? Weil dieser Observer-Turm die Kollegen schon sieht. Dann können wir schon mal die ersten rausnehmen. Nehme ich jetzt dann gleich. Ach, sie greifen diesmal gar nicht das Eck an. Highly interesting. Was ist denn da los? Ah, schön. Schön. Oh! Was ist das denn? Was ist das denn? Infizierter Schwabbel. So nenne ich meine Freunde immer. Aber mal ernsthaft, was ist denn das? Drei Stück sehe ich hier schon. Das sind ja richtig fette Dinger. Das wusste ich ja gar nicht, dass die Gegnertypen sich hier auch noch ändern. Okay. Man wird ordentlich eins auf die Mütze bekommen hier gerade. Mal schauen wir mal, was die infizierten Schwabbel alles machen, falls sie überhaupt zu uns durchkommen. Da, Maschinengewehr. Schön rein da in die Masse. Also bei dem tatsächlich ist das recht. Oh. Ja, aber die Steintürme sind gut. Auch Schwabbels. Die schießen nicht mal hier. Auch schön. Auch schön. Die schießen nicht mal. Könnt ihr bitte auf den Schwabbel schießen? Gut. Das war's schon wieder. Eieiei. Aber die Wellenwelt irgendwie kommen die in kürzeren Abständen. Kann das sein? Kann das sein, dass sie in kürzeren Abständen kommen? Ich sage ja. Okay, ja, an und für sich, kein Problem. Was machen wir als nächstes? Wir schauen hier den Steinturm, ja, das können wir als nächstes machen. Wo kriege ich denn mal so richtig geile Einheiten? Ich bin immer noch mit denselben Kollegen unterwegs, habe ich so ein bisschen im Gefühl. Schockturm, auch schön, Kraftwerk, ja, Bank. Jetzt passt es eigentlich alles, also Einheiten aus Eisen, das wäre die Gießerei, ne? Schauen wir mal, ob die Gießerei uns die Einheiten spendiert, die wir haben wollen. Ansonsten, ich muss sagen, ich bin hier eigentlich, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo man sehr gut sagen kann, eventuell haben wir es eigentlich schon. Wobei, naja, wir haben ja erst die Hälfte der Tage hinter uns. Da kommt natürlich noch ein bisschen was auf uns zu. So ist es nicht. Okay, ist die Frage, was können wir denn noch großartig machen? Vielleicht hilft es auch wieder ein paar... Ah, hier, guck mal. Nee, nicht bauen. Nicht bauen. Verbessern. Das müssen wir machen. Mal wieder. Jetzt die Häuser auch noch verbessern. Na klar. Kriegen wir mehr Arbeiter, dann kriegen wir mehr Gold, dann kriegen wir mehr von allem. Öl haben wir noch keins. Ich wüsste doch gar nicht, wo man Öl herkriegt. Ist das nicht hier Öl? Ich glaube, das ist Öl. Das könnte natürlich sein, dass das Öl ist. Ne? Das sieht schon so ein bisschen wabernd aus. Ne? Oh, ja, jetzt wird es aber schick langsam. So, dann haben wir das nämlich mal so langsam. Der produziert oder erforscht uns die Gießerei. Steintürme am Start. Maschinengewehr neu am Start. Ja, so richtig neue Sachen haben wir jetzt noch gar nicht, ne? Gießerei.
Gießerei. Wo haben wir dich? Hier, Gießerei. Arbeiter 40. Ja, schön. Und Strom 50. Okay, brauchen wir doch wieder Strom. Strom, da werden wir dann wahrscheinlich mal das Kraftwerk hier in den Start bringen. Dann machen wir erst damit Strom. Bevor wir hier alles mit dem anderen Zeug zupflastern. Wobei, mit der Mühle hier unten hatten wir ja schon die Idee, das so zu machen. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt. Mhm. Ja, hier sehe ich noch das Problem, dass wir schwach aufgestellt sind. Dann machen wir mal eh alles aus Stein hin. Das schadet bestimmt nicht. Hier haben wir wirklich nicht viele Fallen. Ich sag mal, wenn hier diese Faddies ankommen, da fühle ich mich noch nicht gut aufgehoben. Ah, mehr Fallen. Das habe ich wohl in cleverer Vorahnung mir gedacht. Und dann machen wir das natürlich auch. So, schon mal das. Theoretisch das Ding hier noch. Maschinengewehr-Action. Genau. Reparatur-Action. Upgrade-Action. Ja. Okay, jetzt haben wir das schon mal. Wir haben die Energie. Jetzt fehlen die Arbeiter. Aber Arbeiter, die brauchen auch wieder Energie, ne? Ja, klar. Kraftwerk. Brauchen wir noch mal ein Kraftwerk. Das kann man anscheinend auch hier hinstellen. Schönes Kraftwerk, schön Energie. Denn wir brauchen ja doch noch ein bisschen was, um hier wirklich auszubauen. Dann brauchen wir wieder Nahrung. Das werden wir dann über die Farm wieder bewerkstelligen. 50, 36, 64. Ran damit. Ja, ihr seht, Platz. Platz ist auf alle Fälle auch eine Ressource im Spiel, muss man sagen. Klar, wir können noch expandieren. Das geht schon noch alles. Aber an und für sich, also so groß muss eine Kolonie dann doch schon mindestens werden. Definitiv. Und wir sind jetzt an der Hälfte von den Tagen, ne? 120 haben wir. Naja. So ist es nicht. Gold 3000. Okay, kann ich maximal, kann ich überhaupt die 3000... erreichen. Ja, wobei hier ist 1000, das ist erst hier. Dann müsste es ja in Gottes Namen auf 3000 kommen, oder? Das wäre schön. Aber wir müssen eh noch ausbauen. Wir müssen eh hier noch ausbauen. Nahrung. Energie. Stein. Gut, halt mal. Dafür habe ich noch das Ding. Können wir das noch ausbauen? Hier hat irgendwo einer Geräusche gemacht, aber ansonsten passt's. Eine Funktion zum Vorspulen wäre noch ganz nett. Es entsteht gerade so ein bisschen Leerlauf, wenn ich mal so den ersten Kritikpunkt äußern dürfte. Steht so ein bisschen Leerlauf. Am Anfang ist alles hektisch, es muss schnell gehen, schauen, dass man es irgendwie schafft. Jetzt sind wir soweit gut aufgestellt. Fehlt mir so ein bisschen Fast Forward. Zumindest für so Pause-Sachen. Dann, boah, weiß nicht, ob die Bank schon unbedingt brauchen. Was habe ich jetzt eigentlich gerade als letztes erforscht? Gießerei, ja, da wollen wir ja hin. Gießerei, brauchen wir 40 Arbeiter. 40 Arbeiter brauchen wir dafür. Verlangt nach mehr Stein. Hier kriegen wir nochmal eine schöne 5er-Dings-Stein hin. Ja, nochmal im Lager, deswegen habe ich es dahin gebaut. Attention. Building completed. Genau, Steinhaus. Ja klar, Steinhaus braucht viel Stein, macht irgendwo auch Sinn. Ja, das sieht doch schon mal nach festlichen Häusern aus hier. Wenn man bedenkt, diese Zelte am Anfang. Das war natürlich nix. Ja, gut, da oben hängen noch ein paar rum, ne? Building completed. Steinhaus wieder am Start. Wir nähern uns langsam der 40, die von uns verlangt werden. Es hapert immer am Stein. Geben wir alle unser Geld für Stein aus. Na gut, Gold brauchen wir auch noch, ja. Und wieder Nahrung. Das ging schnell.
Eine Farm. Attention. 22, 50, 54, 60. 62. Echt? 62? Geil. Da noch mal hin. Brauchen wir wahrscheinlich gleich mal die nächste, wenn man dürfte. Ah, das wird auch mal wieder Zeit. Bonus-Ölplattform, Stacheldrahtfalle. Stacheldrahtfalle. Ja, jetzt nehmen wir mal den da mit der Ölplattform. Das ist quasi ein Geschenk, ne? Und da ist es. Wie erwartet, das war das Öl. Und das war sogar noch umsonst. Ja, Mensch, komm ran. Kommen Sie ran. Machen wir schon Öl. Und Einheiten können wir immer noch nicht bauen. Ja, wegen der Gießerei. Ne? Gießerei. Wir sparen auf die Gießerei. Wir brauchen Gold. Wir brauchen noch Arbeiter. Ohne Ende Arbeiter. Mama mia. Auch wieder Nahrung. Halt, das wird hier geregelt mit der Nahrung. Jut, jut. Hier erledigt das ganze kleine Gemüse hier. Farm am Start. Das heißt, wir können wieder ausbauen. Denn wir brauchen 40 Leute. 40 Arbeiter. Für die Gießerei. Für die Gießerei 40 Arbeiter. Das werden wir in Gottes Namen noch schaffen, oder? So, jetzt haben wir das. Wir haben die Arbeiter sogar ein bisschen übertrieben. Was fehlt denn jetzt noch? Stein 50. Okay, das ist eine Frage der Zeit. Und Geld. Da muss man halt dementsprechend einfach warten. Hilft jetzt alles nichts. Ich möchte wirklich zuerst die Gießerei an den Start bringen. Hallo, könnt ihr bitte schießen? Wir hätten die Steine. Fehlt noch das Geld. Öl kickt auch rein. Das Geile ist, dass das Öl aus Versehen noch beim Lagerhaus war. Richtig schön. Richtig schön. Gleich 3000. Die Gießerei will ich dann trotzdem gerne sofort bauen. Because why not? Am nächsten Tick bekommen wir es. Tick heißt wahrscheinlich der nächste Tag. Es gibt es bestimmt pro Tag. Denke ich mal. So, Gießerei-Action. Wo stört sie nicht? Hier so, ne? Holy moly, das ist ja mal ein Oschi. Das ist ja mal ein Oschi. Okay, schauen wir mal, was wir da alles anstellen können da drin. Jetzt zwei neue Kollegen. Wir sammeln die hier mal. Gleich müssten wir dann wissen, wo die Welle herkommt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Hier fehlen noch ein paar Fallen, Junge. Das sehe ich doch gekonnt. So. Okay. Anscheinend kommen doch keine Infizierten, oder? Hm. Das dauert auch ein bisschen lange. Ah. Nein, jetzt passiert es tatsächlich mal. Wahrscheinlich, das ist das auch noch die East. Ja, aber dementsprechend dürfte es dann schon hier sein. Nochmal ein Turm. My rifle is ready. Ihr bewegt euch da gleich mal hin. Und was können wir noch gebrauchen? So ein Ding und so ein Ding. Ich glaube, die sind ganz geil. Balliste ist eh am Start. Und dann passt es eigentlich auch schon wieder. Steintürme haben wir schon gemacht. Jo, nochmal Sachen zum... Holy shit. Nochmal Sachen. Aber neue Einheiten kriegen wir irgendwie nicht zustande. Was ist denn da los? Mine. Nee. Siegreiche. Und ein Schockturm. Ich würde ganz gerne mal wissen, wie man da wirklich andere Kollegen jetzt mal auch baut. Wir fahren seit 100 Jahren mit diesen Leuten hier spazieren. Oh, halt, stopp. Die Kollegen kommen von da oben. Von da oben. Oder? Und dann hier rüber und dahin.
Das ist East, Junge. Okay. Das war alles East. Das war alles East. Na gut, das Tor können wir nicht ausbauen. Aber. Halt, stopp. Die Kollegen müssen alle hoch, natürlich. Dahin. Was du noch produzierst, dahin. Aber tust du nicht. Die anderen bleiben mir erstmal so. Ja gut, hier haben wir noch zwei. Kommen auch noch mit nach oben. Und dann... Ja gut, so ein Maschinengewehr wäre nice to have nochmal. Ja, hier so rein, von mir aus. Boah, die sind ja schon da. Holy shit, Alter. Holy shit, das ist jetzt aber... Das ist jetzt aber blöd gelaufen. Oh, und das sind gar nicht mal so wenig. Hoppala. Das ist jetzt gar nicht mal so gut. Habe ich meine Soldaten aber gerade noch rechtzeitig losgeschickt. Und gerade noch rechtzeitig. Ja, und wieder viel zu wenig von diesen Scheißdingern. So dumm. Bin eh nicht fertig. Bin eh nicht fertig. Das da, oh, das ist wichtig hier. Das wäre wichtig gewesen, sage ich jetzt mal. Okay. Wo ist eigentlich der Lucifer hin, wenn ich mal fragen darf? Da ist er ja. So, dann schießt ihr mir hier wenigstens. Das Ding geht nämlich leider schnell kaputt. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, okay. Ihr werdet noch wichtig hier. Hallo? Oh, oh. Bricht zum ersten Mal hier was zusammen, oder? Ach du Scheiße! Das hört ja gar nicht mehr auf, Junge! Oh, 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 Lucifer! Friendly Fire gibt's ja nicht, ne? Dürft's ja nicht geben, aller für sich. Oh, wei, wei, wei. Oh, wei, 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 wei. Das wird aber jetzt mal ein bisschen knackig. Lucifer, mach doch was! Auch schon der erste Dingsturm down. Oh, wei, wei, wei. Oh, wei, 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 wei. Ist es jetzt doch an der Zeit? Muss ich noch was tun? Habe ich noch irgendwas zu tun? Habe ich noch Möglichkeiten? Nee. Nee. Jetzt wird es schon reichen, oder? Weiter, 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 weiter. Ihr seid Veteran. Schießen, 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 schießen. Der Turm ist gleich down. Der Turm ist down. Verdammte Axt. Wir brauchen vielleicht nochmal so einen Turm. Die waren nämlich nicht schlecht, die Kollegen hier. Hier im Rückraum nochmal ein bisschen was. So lange aufhalten, wenn es geht. Da, den Dicken weggemacht. Gut, hier auch weiter rein. Gott sei Dank haben wir die Steintürme noch ausgebaut. Gott sei Dank. Das war jetzt mal die, also wirklich die erste Serious-Welle. Holy moly. Das, doch, doch. Komm doch mal weg hier. Oh. Meine Güte. Das war nicht ohne. Das war nicht ohne. Das, wow. Okay. Das war wirklich nicht ohne. Fand ich nicht gut. Fand ich nicht gut. Wie das hier ablief jetzt. Da hätten wir das Steintor. Das hat mir natürlich auch ein bisschen was gekostet. Die haben mir das Ding auch kaputt gemacht. Ja, ne? Dann... Hier rein einmal Strom. Hier werden wir jetzt auch noch gerade zusammenkriegen. Ansonsten war das hier eine ganz schön enge Kiste. Holy moly. So. Tja. Tja, ja, ja. Also ohne Steintürme. Stellt euch mal vor, wir hätten die Steindinger nicht gehabt. Ich glaube, dann wäre es tatsächlich gewesen. Okay, es ist eins dieser Spiele, wo man also das Gefühl hat, das passt schon alles. Und am Ende des Tages kommt dann eine Welle, die doch mal ein bisschen größer ist. Und man ist niemand mehr. Niemand. Okay, warum kann ich jetzt hier das Tor nicht bauen? Achso, hier ist ja, ja klar. Ja klar.
Kein Stein mehr, oder was? Strom, passt. Fallen. Bitte alles einmal mit Fallen voll machen. So. Aha. Reporting for duty. Das war jetzt highly interesting, ja, mit den Abwehrtürmen, da warten wir wieder, wo sie denn wirklich herkommen. Jetzt haben wir hier mal unsere Steinstruktur wieder so weit aufgebaut. Die Fallen sind am Start. Passt schon. Ja, ja, passt schon. Alles okay. Commander, just tell me what to do. Okay. Ganz langsam jetzt. Gießerei. Radarstation. Ja, die, weiß ich jetzt nicht, große Farm. Boah, ja, war ja auch interessant, ne? Sniper is ready. Ich hätte halt mal gern andere Einheiten zum Bauen. Das wäre so mein persönliches Anliegen. Bankmine. Bauen wir mal die Bank oder versuchen mal uns an die Bank ranzuwagen. Sind noch ein paar Häuser zum Upgraden. Weiß ja nie. Energie schaut wieder schlecht aus. Dafür bräuchten wir dann den Kollegen hier wieder. Geht es uns aber an Gold. Wir könnten ja, also Öl brauchen wir ja gerade noch gar nicht. Wir verkaufen mal unser ganzes Öl. So. Sniper is ready. Gönnen uns das nächste Kraftwerk. Attention. Building completed. Wo passt es rein, wo es nicht wehtut? Hier noch. Genau. So schaut's aus, meine Freunde. Weiß noch nicht, was ich von der Gießerei halten soll. So geil. Stacheldrahtfalle. Ja, ist wahrscheinlich die bessere Holzfalle. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, ich sag mal, diese Farm. Große Farm machst du mir mal noch. Wir versuchen dann die Bank zu bauen. Das wird die nächste Herausforderung. Der mehr Cash in the Tash bekommen. Ihr wisst, was ich meine. Attention. Technology research finished. Ja. Bank. Bank. Energie 20, Gold 1000. Ja gut, Energie kommt dran. Gold 1000 dürfte auch gleich am Start sein. Wir bauen ja aktuell ein Kraftwerk. So. So nehme ich. So, es müssen natürlich möglichst viele Häuser drin sein. Und da merkt man, das habe ich nicht so gut gebaut. Am besten wäre es jetzt natürlich hier. Ja, sind ein paar Steine im Weg. Da geht's nirgends. Da. Okay, muss er sich bei den nächsten Runs einfach ein bisschen einteilen. Hilft jetzt nichts. Ich werde sie wohl hier hinbauen. So. Sollte trotzdem gut Cash geben, weil die werden noch ausgebaut. Hier können wir noch Häuser drumherum bauen. Mhm. So sieht's nämlich aus. Und bei dir? Was wird dir nochmal fertig? Die große Farm. Die werden wir gleich mal versuchen, als nächstes zu bauen. Große Farm. Gold 1200. Marktplatz. Öl. So. Öl und dann hier 1200. Gott, mein Gott, mein Gott, jetzt braucht die Öl. Erstmal lesen, du Trottel. Okay. Öl 20. Kein Problem. Kein Problem. Ja, einmal randomly einfach eine Welle, oder wie? Apropos Welle, nächste Welle, Tag 77. Scheiße. Öl, wir haben das nötige Öl. Große Farm. 100, 4, 108. Weil ich natürlich weiß nicht, was bei der großen Farm viel ist und was nicht. Ja, 116 da unten. 96. Nehmen wir die 116. Das ist schon mal ein Nahrungsboost. They are attacking the colony defensive. Ja, stimmt. Brech halt. Aber solange das nur ihr Vögel seid, soll es mir recht sein. Das waren diese dicken Oschis, die mir nicht gefallen haben. Ah,
Aber geht schon wieder los. Nächste Welle, meine Freunde. Okay, mit der Bank. Cash in the Tash. Denke ich jetzt mal. Schauen wir uns mal die Mine an zum Entwickeln. Gold, Gold. Nächsten Soldaten an den Start bringen. Einfach mal so ein Angriffstrupp, der immer verschiebbar ist. Und das sind gar nicht mal so viele. Am liebsten wäre es mir, sie würden hier wiederkommen. South war nicht schlecht. Oh, hier oben könnte man bestimmt auch noch gut verteidigen. So, große Farm ist am Start. Gut, gut. Ordentlich Nahrung. Ordentlich Energie. Wir haben nur keine Arbeiter mehr. Das heißt, wir upgraden wieder ein bisschen. Soldaten am Start. Ja, ja. Und dann schauen wir einfach mal. Ansonsten von den restlichen Ressourcen passt es jetzt soweit. Also ist jetzt nicht das Problem, dass ich immer zu wenig hätte oder so. Das nicht. Attention. Building completed. So, versuchen wir vielleicht noch die Häuser hier abzugraden. Und dann sparen wir auch schon wieder für die nächste Welle. Tash in the Tash. Technology research finished. Ah, wir haben diese Mine. Okay. Hier. Also, könnte man hier dann so hinbauen nochmal, wenn die vielleicht diesmal aus dem Norden kommen würden, könnte man die schön hier hinbauen. Das wäre doch ganz geil. Apo geil. Hier geht aber jetzt mal eine Fischerhütte, oder? Come on, boy. Ja. So eine 14 noch. Wir haben jetzt Nahrung, aber why not? Why not? Alles ran an den Start. So, der Trupp erweitert sich noch ein bisschen. Ich hätte noch mal ganz gern so Lucifer, die ich mir. Das war halt unfassbar wichtig, dass wir diesen Lucifer genommen haben. Hey, die Witschka. Okay. Ja, oder doch ein bisschen ausbauen. Na. Euch eher, ihr seid im Cash-Bereich. Hütte am Start, Arbeiter am Start. Okay. Zum Forschen des Gasthaus weiß ich jetzt nicht. Siegespunkte plus 1000 gibt es nochmal. Aha. Wenn man quasi seinen Highscore knacken möchte, aber das kommt ja dann eher zum Schluss. Erstmal möchte ich alles freischalten. Also ist mir jetzt erstmal noch nicht so wichtig. Was haben wir denn hier? Große Mühlen, Ölplattform, Stacheldrahtfalle, ja, die. Vollstrecker, Angriffsturm, ja. Tja, ich hätte mal eine neue Kaserne ganz gern. Ah, hier. Das. Das dürfte es sein. Das dürfte sein und dann bauen wir den harten Shit. Dann bauen wir den harten Shit und dann geht's uns gut. Und wir freuen uns. Das ist die Bank hier, ja. Schick, schick. Schick, schick. Also bei solchen Spielen, da braucht wirklich keiner aufs Schönbauen achten. Das ist ja wirklich absoluter Schwachsinn. Man muss einfach schauen, dass man hier platzsparend baut. Und nächstes Mal müssen wir halt das einplanen. Den Radius der Bank. Das wäre noch interessant. Aber klar. Mit dem Marktplatz. Marktplatz und Bank müssten quasi nebeneinander stehen und drumherum die Häuser. Dann wäre es ja eh schon. An und für sich sonst. Also wie gesagt, Schönbauen braucht ja bestimmt keiner anfangen. Das dürfte highly Schwachsinn sein. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal, wo die nächste Welle jetzt dann noch so herkommt, ne? Das schauen wir noch. Und wenn wir es dann wissen, dann werden wir da natürlich wieder gut verstärken. Das ist ja klar. A horde of infected are on their way. They are approaching from the east. Attention. Okay, meine Freunde, da wissen wir es. Sie kommen schon wieder vom Osten. Also es könnte dieses Osten sein oder es könnte irgendwann mal dieses Osten sein. Das wäre auch noch eine interessante Sache hier hinten. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Wir schauen einfach mal. Oder hier unten auch nicht schön. Hier unten noch. Oder mache ich lieber gleich mal Steinzeug draus. Man weiß ja nicht.
Ja, wir werden es bei der nächsten Folge dann erfahren oder in der nächsten Folge erfahren, wo die nächste Welle herkommt. Langsam werden sie nämlich ganz schön groß und die Angst vor jeder Welle steigt langsam auch wieder, kann ich sagen. Ich wünsche euch alles Gute, macht es gut, ciao, ciao.